Im oberfränkischen Wunsiedel laufen weiterhin Ermittlungen rund um den Tod einer 10-Jährigen in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Es werden Spuren gesichert und mögliche Zeugen befragt. Offiziell gibt es noch keine Tatverdächtigen. Diskutiert wird aber vor allem über die mögliche Tatbeteiligung von drei minderjährigen Jungen, 11 und 16 Jahre alt. Ein tragischer Unfall, der zum Tod der 10-Jährigen führte, wird nicht ausgeschlossen. Offenbar gibt es aber auch Hinweise auf ein Sexualdelikt. Matthias Herreiner berichtet. Das Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Wunsiedel. Hier findet eine Angestellte der Facheinrichtung am Dienstagmorgen in einem Zimmer den leblosen Körper einer 10-Jährigen. Ein Notarztteam kann nur noch den Tod des Kindes feststellen. Es soll Hinweise auf ein Sexualdelikt geben. Allerdings liegen die Obduktionsergebnisse noch nicht abschließend vor. Die Kriminalpolizei Hof und die Staatsanwaltschaft Hof haben die Ermittlungen übernommen und eine rechtsmedizinische Untersuchung angeregt. Die hat nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für eine Fremdeinwirkung ergeben. Beim Auffinden des Mädchens soll es Anzeichen dafür gegeben haben, dass die 10-Jährige bereits seit mehreren Stunden tot war. Aus ermittlungstaktischen Gründen habe die Polizei die Öffentlichkeit 24 Stunden lang nicht über das Auffinden der Leiche informiert, um der Spurensicherung die Arbeit zu erleichtern. Wir werden insbesondere Zeugenvernehmungen durchzuführen haben und auch die nähere Tatörtlichkeit wird aller Voraussicht nach allen Spuren in jeder Art abgesucht werden. Die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Mitarbeiter der Einrichtung werden jetzt von entsprechend ausgebildeten Kräften psychologisch betreut. Damit schauen wir nach Oberfranken. Unser Reporter Daniel Koop ist in Wunsiedel. Daniel, viele Fragen drehen sich derzeit um die drei Jungen, die im Fokus der Ermittlungen stehen. Ist die Polizei jetzt schon weitergekommen? Heißt, wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen? Also man muss ganz grundsätzlich sagen, das hat uns die Polizei am gestrigen Tag auch noch einmal gesagt, dass man von Seiten der Polizei und auch von Seiten der Staatsanwaltschaft uns aktuell überhaupt noch gar nicht bestätigen kann, dass diese drei Jungen wirklich im Fokus der Ermittler seien. Wie wir aber von unterschiedlichen Quellen mitbekommen haben, so unter anderem auch von der deutschen Presseagentur, die möchte das aus Sicherheitskreisen erfahren haben, war man sich seitens der Ermittler aber in der Tat schon relativ schnell sicher, dass es da drei Jungen aus diesem Heim geben könnte, zwei Elfjährige, einen 16-Jährigen, die man mit dieser Tat in Verbindung bringen kann. Die Polizei hält sich weiterhin extrem bedeckt. Wie wir mitbekommen haben, hat sich die eigentliche Tat ja schon 24 Stunden vorher ereignet, also bevor man erst mit den ersten Informationen überhaupt auch an die Medien gegangen ist. Und das hängt natürlich damit zu tun, dass auch in dieser Jugendeinrichtung, wir stehen ja nur wenige Meter davon ab, aktuell entfernt. Es gibt hier viele junge Menschen zwischen 3 und 16 Jahren. So alt sind die Jugendlichen und die Kinder, die in dieser Einrichtung betreut werden. Und die möchte man einfach möglichst gut schützen. Daniel, auch die Todesumstände des Mädchens sind ja aktuell noch gar nicht genau geklärt. Von Fremdeinwirkung wird dabei gesprochen. Aber war das ein Unfall oder wirklich ein Tötungsdelikt? Ja, auch da muss man ganz klar sagen, offizielle Informationen gibt es einfach zu diesem Sachverhalt, auch was die Todesumstände angeht, bisher noch nicht. Wir erwarten uns da heute weitere Informationen. Wir sind später auch mit der Polizei, wir sind später auch mit der Staatsanwaltschaft hier vor Ort, auch in Wunsiedel, verabredet. Auch da haben wir Informationen bekommen aus Sicherheitskreisen, Medien berichten das Ganze auch, dass man das Mädchen wohl tot morgens gegen 8.45 Uhr im Bett aufgefunden hat, dass die Kleidung wohl ja angeblich auch zerrissen gewesen sein soll. Da gibt es Hinweise, dass es sich da vielleicht auch um ein mögliches Sexualdelikt handeln könnte. Aber es wird auch ganz klar von der Polizei gesagt, man ermittelt momentan wirklich in alle Richtungen, auch ein Unfall, den kann man nicht ausschließen. Wir müssen ganz klar sagen, wir haben ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht, als wir in Freudenberg waren. Ich war ja direkt auch vor Ort gewesen. Das ist ja auch nur ein Monat her, als die kleine Luise da von zwei Mädchen aus ihrer Klasse ja umgebracht wurde. Und auch damals war es so gewesen, dass sich da Staatsanwaltschaft, dass sich da die Polizei extremst mit Informationen zurückgehalten haben. Ich kann mich dann an eine Pressekonferenz erinnern, wo natürlich auch alle Medienvertreter und ich glaube auch die gesamte Gemeinde ja wissen wollte, was wirklich hinter diesem Mord gesteckt hat, was es da für ein Motiv gab. Aber auch da hat man sich in keiner Weise damals zu geäußert. Und diese Parallelen, das muss ich euch ganz klar sagen, die bekommen wir aktuell auch hier vor Ort mit.
Das Mädchen starb in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Was ist das genau für eine Einrichtung? Unter anderem, wer hat da Zugang? Ja, ich kann euch das einfach auch mal zeigen. Ich gehe mal aus dem Bild heraus. Also es sind ganz verschiedene Gebäude, die zu dieser Einrichtung hier gehören. Das ist eine Einrichtung in Trägerschaft der katholischen Kirche. Die gibt es hier vor Ort schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und das ist eine Einrichtung, die kümmert sich um Jugendliche, um Kinder, nicht nur hier aus diesem Bereich, sondern wirklich auch aus ganz Deutschland. Also wir können momentan auch überhaupt noch gar nicht sagen, ob das Mädchen hier aus dieser Ortschaft auch kommt oder ob es vielleicht aus einem ganz anderen Teil von Deutschland kommt. Und schaut man sich die Website an, schaut man sich die Facebook-Seite an, da kann man sehen, hier gibt es unheimlich viele Aktivitäten, die organisiert werden. Erst vor einigen Tagen wurden hier Eier angemalt für das Osterfest. Es gibt verschiedene Ausflüge. Und das ist eine Einrichtung, und ich glaube, das macht das Ganze auch wirklich so extrem tragisch, denn man möchte hier die jungen Menschen auf einen guten Weg bringen. Das sind Jugendliche, das sind Kinder, die sind teilweise aus ihren Familien rausgeholt worden in der Vergangenheit, weil es da familiäre Probleme gab. Das sind vielleicht Jugendliche, die schon mal auffällig waren und die man aus diesem Grund in dieser Einrichtung untergebracht hat. Viel Engagement, so haben wir das mitbekommen, von den Menschen, die hier in dieser Einrichtung arbeiten. Und jetzt diese schreckliche Tat. Ich glaube, man kann sich überhaupt gar nicht vorstellen, was das mit den Menschen hier und natürlich auch mit den Kindern und Jugendlichen, die betreut werden in der Einrichtung, was das mit denen macht. Ja, diese Häufung auch wirklich auch von Jugend- und Gewaltdelikten, das macht einen auch wirklich sehr sprachlos. Dani, wir werden im Laufe des Tages immer mal wieder sprechen. Vielen Dank erstmal für den Moment. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat es abgelehnt, den Zuzug von Flüchtlingen zu begrenzen. Sie verwies im Gespräch mit der Funke Mediengruppe darauf, dass 8 von 10 Geflüchteten aus der Ukraine kommen. Da könne es keine Höchstgrenze für Menschlichkeit geben, sagte sie. Kein anderes EU-Land hat so viele ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen wie Polen. Und da bleiben wir quasi auch schon beim Thema. Und damit ist das Land über seinen Schatten gesprungen, denn beide Länder, also Polen und die Ukraine, haben ein historisch sehr belastetes Verhältnis. Ukrainische Freischärler ermordeten nämlich im Jahr 1943 Zehntausende Polen. Der Angriffskrieg, den Russland begonnen hat, hat beide Staaten jetzt schlagartig zu engsten Partnern gemacht. Beide Präsidenten zeigten beim Staatsbesuch in Warschau, wie nah sie sich sind. Selenskyj bedankte sich für die militärische und humanitäre Hilfe und prophezeit den Sieg der Freiheit im Osten Europas. Ein Meer von polnischen und ukrainischen Fahnen im Hof des Königsschlosses, jubelnde Menschen, Tränen der Rührung und den Nachwuchs auf den Schultern. Die Kulisse für den ukrainischen Präsidenten im Hof des Schlosses symbolträchtig, beschwört Selenskyj die Einheit beider Völker. Hier, Schulter an Schulter, vereint auf diesem Platz durch den Geist der Freiheit, einer großen Geschichte und eines glorreichen Sieges, der uns näher zusammenbringt. Die Menschen jubeln, Selenskyj mahnt. Wir dürfen nur nicht aufhören, solidarisch zu sein. Wenn die Schlacht Artillerie erfordert, sollte sie bereitgestellt werden. Wenn der Sieg Panzer erfordert, sollte ihr Gebrüll an der Front zu hören sein. Der polnische Präsident antwortet, man wisse, dass man sofort helfen müsse, wenn das Haus des Nachbarn angegriffen werde, und kritisiert die Alliierten, ohne Namen zu nennen. Wir gehen anderen Ländern mit gutem Beispiel voran. Ihre Sturheit und ihren Widerstand brechen wir oft auch bei Waffenlieferungen in die Ukraine. Damit dürfte auch Deutschland gemeint sein. Die Reden stoßen hier unisono auf offene Ohren. Putin will man hinter Gittern sehen. Ich kam hier an mit einem Präsidenten und einem Banditen. Ich brachte Putin in einem Käfig, um ihn nach Den Haag zu fahren. Ich denke, dieser Besuch zeigt allen, der Krieg dauert an und er muss beendet werden. Aber das gelingt uns nur mit Hilfe Verbündeter. In Polen setzt man darauf, dass das gute Verhältnis nach dem Krieg andauert. In Warschau hat man genau registriert, wie lange der deutsche Bundeswirtschaftsminister mit einer Delegation gerade eben in Kiew zu Gesprächen war. Und es ist kein Geheimnis, Aufträge zum Aufbau nach dem Krieg sind auch in Polen willkommen.
Ja, da fragen wir doch mal nach bei unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner in Moskau. Christoph, schönen guten Morgen. Das war ja gestern noch mal wirklich auch die Demonstration von Einigkeit der eh schon engsten Partner Ukraine und Polen. Gibt es denn in Russland bereits Reaktionen auf die Rede von Selenskyj in Warschau? Ja, man guckt natürlich da genau hin, was in Polen passiert, das ist klar. Aber nichts, was da besprochen wird, kann jetzt in Russland die Spitzenpolitiker, wenn ich das so salopp formulieren darf, vom Hocker hauen. All das ist ja bekannt, die Solidarität, Waffenlieferungen, Lieferungen von Kampfflugzeugen wie die MiG-29, das ist erwartet worden. Und hier liegt der Fokus tatsächlich jetzt nochmal ganz explizit an diesem Morgen auf Bachmut, auf dem Donbass, auf der Stadt, die die Russen ja Artjomovsk nennen. Und da sind die Wagner-Söldner weiter dabei, Stück für Stück, Meter für Meter, Haus für Haus, anders glaube ich, kann man das nicht formulieren, sich vorzukämpfen. Und jetzt gibt es da einen Korrespondenten, Alexander Simonow, der ist ganz nah dran am Wagner-Chef. Jewgeni Prigozhin war mit dem auch mehrmals in Bachmut, sprich Artjomovsk. Und Simonow sagt eben, dass die Ukrainer jetzt abgedrängt worden seien in den westlichen Teil der Stadt. Da gibt es wohl größere Wohnblöcke, die noch von den ukrainischen Soldaten kontrolliert werden. Und Simonow geht davon aus, dass in diesem Bereich von Bachmut noch ca. 10.000 bis 15.000 ukrainische Soldaten seien und immer weiter abgedrängt werden. Aber jetzt kommt das große Aber. Ganz in der Nähe von Bachmut, so der russische Kriegsreporter, im Bereich von Chasov Yar und Konstantinowka, das ist so etwas südwestlich, Chasov Yar vielleicht 7 Kilometer, Konstantinowka 17 Kilometer von Bachmut, halten die ukrainischen Kräfte rund 80.000 Mann vor. Und auf die Frage dann, die ihm gestellt wurde von einem Moderator, ob denn die Ukrainer nicht dazu ausholen könnten, jetzt Bachmut zu deblockieren, also zurückzuerobern, dann sagte Simonow, das könne natürlich jederzeit versucht werden, aber im Augenblick schauen die Ukrainer, dass sie nicht eingekesselt werden. Und das Ziel scheint es eben zu sein, auch der ukrainischen Streitkräfte möglichst viele Wagner-Söldner aufzureiben in diesem äußerst verlustreichen Kampf. Verlustreich für beide Seiten, muss man ganz klar dazu sagen. Und die Russen scheinen jetzt auch immer mehr in Bachmut auf die Fallschirmjäger zu setzen, scheinen dort auch dieses Raketenwerfersystem TOS-1A einzusetzen. Das wird hier Sonzepjok genannt. Man würde das übersetzen mit Höllenfeuer, thermobarische Munition, das heißt eine Riesendruckwelle, eine Riesenhitzenwelle und alles, was im Umkreis von einigen hundert Metern ist, wird zerstört. Auch das wird jetzt kolportiert. Also Bachmut mit größter symbolischer Bedeutung für Wladimir Putin wie auch für Volodymyr Zelensky. Christoph, lass uns noch mal bei den Ukrainern bleiben, denn Kiew hat immer wieder betont, dass auch die Rückeroberung der Krim ein zentrales Ziel sei. Da gibt es nun offenbar zumindest Anzeichen eines Meinungswechsels. Inwiefern, Christoph? Ja, das hast du, glaube ich, sehr treffend formuliert. Anzeichen eines Meinungswechsels. Ich glaube, mehr ist das nicht. Jetzt wird kolportiert, dass die ukrainische Regierung durchaus in Bezug auf die Schwarzmeerhalbinsel Krim zu Verhandlungen bereit sein könnte. Und zwar, sobald man mit den Streitkräften die Verwaltungsgrenze der Krim erreicht hat, die ja 2014 von Russland annektiert wurde. Das heißt, bei einer möglichen Frühjahrsoffensive müssten die Ukrainer erstmal vordringen bis zur Verwaltungsgrenze. Von Cherson aus sind das nach Süden runter rund 100 Kilometer, von Saporoge, von der Front sind das rund Luftlinie 180 Kilometer. Da haben die Russen mächtige Verteidigungsanlagen aufgebaut mit drei Verteidigungslinien Minimum. Und wenn dann die Ukrainer da sein sollten, dann wären sie wohl bereit, über den Status und das weitere Prozedere in Bezug auf die Krim zu verhandeln. Warum? Wahrscheinlich deswegen, weil die USA davon ausgehen, dass es nicht möglich ist, die Krim mit den Kräften, die die Ukrainer heute haben, zurückzuerobern. Und Blinken hat vor einigen Tagen gesagt, dass es Territorien gibt,
in der Ukraine, die man mit der Armee zurückholen kann. Aber es gäbe auch Territorien, wo man wohl über Verhandlungslösungen nachdenken müsste. Das hat der amerikanische Außenminister ganz vorsichtig formuliert. Aber ich kann dir eines sagen, Putin wird nicht bereit sein zu verhandeln über die Krim. Das ist etwas Heiliges für den russischen Präsidenten. Und von daher wird es da keine großen Ergebnisse geben diesbezüglich. Russland wird verteidigen. Und wenn sich die Situation nicht kardinal ändert, wird es in Bezug auf die Schwarzmeerhalbinsel keine Verhandlungslösung geben können. Christoph Wanner, vielen Dank nach Moskau. Und auch diese Reise steht ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Frankreichs Präsident Macron hat zum Auftakt seines dreitägigen Besuchs in China erste Gespräche geführt. In der großen Halle des Volkes in Peking wurde der französische Staatschef von Chinas Premier Li Qiang empfangen. Später ist auch ein Treffen mit Präsident Xi Jinping geplant, an dem auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teilnehmen wird. Beide wollen Chinas Führung dazu bewegen, ihren Einfluss auf Russland zugunsten einer Friedenslösung in der Ukraine zu nutzen. Für Macron geht es aber auch darum, die Wirtschaftsbeziehungen anzukurbeln. Bereits den zweiten Abend in Folge ist es am Tempelberg in Jerusalem zu Zusammenstößen zwischen israelischen Polizisten und Palästinensern gekommen. Über die Osterfeiertage erwartet die Stadt Hunderttausende Pilger und andere Besucher. Zeugen berichten, dass Polizisten militante Palästinenser aus der Al-Aqsa-Moschee holten, die versuchten, sich dort zu verschanzen. Die Sicherheitskräfte setzten Blendgranaten und Gummigeschosse ein. Mitarbeiter der von Jordanien eingesetzten Leitung der Moschee werfen der Polizei vor, schon vor dem Ende der Gebete eingedrungen zu sein. Bereits einen Tag zuvor hatte es heftige Ausschreitungen mit zahlreichen Verletzten und hunderten Festnahmen gegeben. UNO-Generalsekretär Guterres zeigte sich entsetzt. Washington und Berlin warnen vor einer Eskalation der Gewalt. Bei einem Angriff auf eine Kinderkrippe im Süden Brasiliens sind 4 Kinder mit einem Beil erschlagen worden. Das ganze Land steht nun logischerweise unter Schock. Die Kinder waren zwischen 5 und 7 Jahre alt. Mindestens 5 weitere wurden verletzt. Ein 25-Jähriger war in die private Einrichtung in Blumenau eingedrungen und hatte dort Kinder und Mitarbeiter angegriffen. Die Stadt ist übrigens von deutschen Einwanderern in Brasilien gegründet worden. Nach der Tat stellte sich der Mann der Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. Nach Angaben der ermittelnden Behörden leidet der Angreifer unter einer psychischen Störung. Kerzen, Tränen, Glockengeläut und Gebete. Thüringen trauert um die 7 Unfalltoten von Bad Langensalza. Mit einem ökumenischen Gottesdienst gedachten am Abend mehrere hundert Menschen in einer Kirche in Mühlhausen der Opfer, die am vergangenen Wochenende bei dem verheerenden Unfall getötet wurden. 5 von ihnen waren erst 19 Jahre alt. Thüringens evangelischer Landesbischof sprach von der Passion von Bad Langensalza. Nach dem schrecklichen Unfall blieben Verzweiflung, Wut, Gelähmtheit und Sprachlosigkeit. Stattdessen geht nach dem verheerenden Unfall in Bad Langensalza die Debatte rund um strengere Alkoholbeschränkungen im Straßenverkehr weiter. Thüringens Innenminister Meyer fordert 0 Promille für Autofahrer. Kritiker sagen, so einfach gehe das nicht. Niemand würde durch eine solche Vorschrift davon abgehalten werden, betrunken Auto zu fahren. Claudia Nicolai ist bereits Stunden vor dem Trauergottesdienst in Mühlhausen da, um eine Rose niederzulegen. Ihr Mann ist der Patenonkel eines der Opfer. Auch Tage später sitzt der Schock über den Unfall tief. Fassungslos. Wie kann ein Mensch anderen Menschen das Leben nehmen? So jungen Menschen, 19 Jahre. Am Samstagabend gerät ein BMW-SUV in den Gegenverkehr, kracht in einen entgegenkommenden Mercedes. Auch ein nachkommender VW Caddy kann nicht mehr ausweichen, fährt ungebremst in die Unfallstelle. Beide Autos fangen sofort Feuer. 7 Menschen sterben, 3 weitere werden schwer verletzt. Jetzt kommt heraus, nicht der ursprünglich verdächtigte 45-Jährige saß am Steuer des Unfallwagens, sondern ein 34-Jähriger. Beide besaßen keinen Führerschein, standen laut Ermittlern unter erheblichem Alkoholeinfluss. Thüringens Innenminister Georg Meyer fordert deshalb jetzt strengere Promillegrenzen. Alkohol ist immer wieder die Ursache für besonders schwere Unfälle. Ich spreche mich deshalb für eine Absenkung der Promillegrenze auf 0,0 aus. Ob das allerdings den Autounfall vom Wochenende verhindert hätte, fraglich. Eins ist klar, wenn jemand ohne Fahrerlaubnis fährt, dann wird er sich auch von irgendwelchen Promillegrenzen nicht beeindrucken lassen. Wir wissen ja auch gar nicht, wie hoch der Promillegrad war. Vielleicht war er ja auch so oder so
über 0,5 und das war ihm dann auch egal. Also insofern war die Gesetzlichkeit wahrscheinlich auch jetzt schon ausreichend. Das bedeutet laut Experten allerdings nicht, dass es sich nicht lohne, über solche Forderungen nachzudenken. Gerade bei jungen Fahrern, die bis zum 21. Lebensjahr 0 Promille haben müssen, hätte sich das positiv auf das Unfallgeschehen ausgewirkt. Ein grüner Politiker im grünen Flecktarn. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir absolviert in dieser Woche als Reservist eine Wehrübung. So will der grüne Politiker einen direkten Einblick in die Arbeit der Bundeswehr bekommen. Uniform statt Anzug, Kaserne statt Ministerium. Beim Besuch der Bundeswehr in Hannover ist Cem Özdemir nicht Bundeslandwirtschaftsminister, sondern befristet im Dienstgrad des Oberleutnants der Reserve. 4 Tage lang absolviert der Politiker bei den Feldjägern in Hannover eine Wehrübung. Russlands Angriff auf die Ukraine habe gezeigt, dass autoritäre Regime ein Problem mit der liberalen Demokratie hätten, so der Politiker. Die verteidigt sich nicht von selber. Dafür braucht es die Bundeswehr, dafür braucht es aber auch uns alle als Zivilistinnen und Zivilisten, die wir wissen, was wir an der Bundeswehr haben. Auf dem Programm steht unter anderem die Ermittlungsarbeit der Militärpolizei. Im Labor darf der Minister selbst Hand anlegen und Fingerabdrücke sichern. Auch die Personenschützer werden in der Kaserne in Hannover ausgebildet. Als Beifahrer nimmt Cem Özdemir am rasanten Fahrsicherheitstraining teil. Wasserfontänen, Vollbremsungen und waghalsige Wendemanöver inklusive. Beeindruckend. Das könnte ich nicht. Auch nie nach viel Übung. Zeit nimmt sich der Minister auch für persönliche Gespräche mit den Soldaten. Das hat mich schon sehr erschüttert zu erfahren, dass Soldaten damals eben, wenn sie Verwundungen erlebt haben, auf sich alleine gelassen waren, aus dem Dienst ausgeschieden sind, vor dem Nichtstarrenden oftmals. Es war schon ein großer Fehler, dass unsere Republik da nicht ausreichend vorbereitet war, bevor wir die Soldaten in Auslandseinsätze geschickt haben. Seit 20 Jahren bietet die Bundeswehr den Ministerinnen und Ministern eine Wehrübung in der Streitkräftebasis an. Cem Özdemir ist der erste Minister, der das Angebot nun nutzt. Zum Fußball. Nicht nur die Bayern sind raus. Am Abend hat es auch den BVB erwischt. Denn Titelverteidiger RB Leipzig hat Borussia Dortmund aus dem DFB-Pokal geworfen. Die Sachsen setzten sich mit 2:0 gegen die Westfalen durch. Nationalspieler Timo Werner erzielte das erste Tor in der 22. Minute. Willi Orban machte dann in der Nachspielzeit den Sack zu. Zuvor hatte der erste FC Nürnberg 0:1 gegen den VfB Stuttgart verloren. Leipzig, Stuttgart, Freiburg und Frankfurt stehen damit im Halbfinale. Deutschland liegt unter einer südwestlichen Strömung. Dabei kommt weiterhin eher kühle Luft zu uns. In Spanien ist es dank Hochdruck milder. In der Nordhälfte erwartet uns weitgehend ein freundlicher Tag. Dabei sind einige Wolken mit dabei. Im Westen werden sie dichter und es tröpfelt. 8 bis 12 Grad. Auch im Süden erreicht uns nachmittags ein Regengebiet von Westen. Davor scheint die Sonne aber in vielen Regionen kräftig. Dazu gibt es 8 bis 13 Grad. Am Karfreitag zieht der Regen weiter über Deutschland hinweg. Zwischendurch lässt sich aber oft auch die Sonne blicken. So wechselhaft bleibt es auch in den Tagen darauf. Es wird immer milder und am Montag wieder trockener.